Moin Leute, herzlich willkommen. Heute geht es um ein Update der sogenannten Easy Smart Trigger und die neue Variante zum Anlöten bzw. Verlöten an den Remapper. Dann möchten wir euch noch vorstellen das kleine Tool für die Aim Sticks. Das ist so ein 5 mm Adapter. Wie gesagt, wenn ihr so S-Größen habt, wollt mal eine L-Größe ausprobieren, müsst ihr euch nicht gleich neue kaufen. Mit diesem kleinen Splitter, den könnt ihr auf alle eure Sticks stecken und habt sogar noch so ein paar Möglichkeiten mehr, eure Spielhöhlen zu erweitern. Fangen wir jetzt aber erstmal an. Die es noch nicht kennen, das sind diese Easy Smart Trigger aus dem letzten Video. Manche haben sie vielleicht in schwarz bekommen, aber das ist völlig egal. Also die Dinger sind ja da drinnen verbaut und da interessiert auch keine Farbe. Wie gesagt, die könnt ihr auch nicht vertauschen. Es gibt einen für rechts, einen für links. Die schiebt ihr da unten rein. Ja, es wäre toll, wenn ihr dann zukünftig auch mal unten in die Kommentare was reinschreibt. Dann könnt ihr euch auch mal gegenseitig austauschen, weil da waren echt eine Menge geile Tipps dabei, dass ich da nicht selber drauf gekommen bin. Ja, aber wie gesagt, ich habe versucht, allen zu antworten. Ich hoffe, ich habe es geschafft und ich habe keinen vergessen. Aber wie gesagt, es waren ein, zwei Leute dabei, die gesagt haben, die Dinger fliegen raus. Ja gut, es kann nicht jedem gefallen, aber zu 90% wurde das so angenommen. Wie gesagt, wer es noch nicht kennt, ihr habt es gesehen gerade, ich habe die da unten nur reingesteckt. Ihr dürft nur eben beim Reindrücken gucken oder müsst darauf aufpassen, dass ihr nicht auf den Taster drückt, dass ihr drumherum. Ihr habt gesehen, ich habe es mit dem Fingernagel gemacht, ihr könnt euch irgendwas Spitzes nehmen und die runterdrücken, aber eigentlich ist das kein Problem. Dann steckt ihr die drauf und dann habt ihr die Smart Trigger. Ihr habt gesehen, hier oben waren die Gummimatten raus, die Kontaktmatten. Bei dieser Version braucht ihr das nicht. Also ihr lasst das alles original, ihr nehmt nur die Trigger ab, steckt die Dinger da unten rein, steckt die L2 und R2 Trigger wieder drauf und ihr habt dieses Klickgeräusch. Ja, viele haben gesagt, oh, das ist ja noch voll viel Spiel, kann man das nicht noch verändern? Und wir hatten sie erst höher. Das Problem war dann aber, ich denke so an das Spiel GTA. Für Ego-Shooter mag es gut sein, wenn da wenig Spiel drin ist. Gerade bei diesen, sag ich mal, nur Einsätzen oder Smart-Einsätzen. Aber was ist, wenn ihr mit diesem Controller dann verschiedene Spielkategorien spielen wollt? Zum Beispiel, ja, wie gesagt, GTA. Mit dem Fahren wird es dann etwas schwierig. Und da waren wir gezwungen, die Dinger etwas zu verkürzen. Aber ihr habt jetzt praktisch ohne großen Aufwand, ohne Löten, ohne Machen. Ihr setzt die Dinger einfach rein und ihr habt dieses schöne Klicken. Zwar mit Spiel, dafür keine Arbeit. Ne? Jetzt gibt es diese Variante. Und zwar sind die schon komplett fertig verlötet. Die werden auch alle getestet vorher. Also es geht keiner von diesen Einsätzen raus, ohne dass er getestet worden ist. Das empfehle ich euch natürlich auch nochmal, auf dem Versandweg kann auch immer noch was daneben gehen oder schief gehen. Am besten anlöten, einmal testen, bevor ihr das alles verschließt und dann, oh Mist, da funktioniert einer nicht. Ne? Aber wie gesagt, der Austausch ist ja auch jetzt nicht wirklich wahnsinnig aufwendig. Auch hier ist es wie bei der anderen Version, die sind natürlich ein bisschen höher jetzt. Besser gesagt, die liegen jetzt, also da ist, das werdet ihr gleich sehen, da ist kein Spiel mehr drin. Die steckt ihr genauso in diese Ausbuchtung hier oben rein. Ja, ich habe jetzt ein bisschen, ich würde es immer vermeiden, ein bisschen auf diesen Taster zu drücken, immer rechts, links. Schnell ist der mal kaputt gemacht. Wie gesagt, wenn euch das, die gehen ein bisschen schwerer rein, aber er ist unten drinne. Und auf der Seite das Ganze auch noch mal. Zack. So. Hier habt ihr diese Kontaktmatte. Im Normalzustand geht die bis hier oben. Also ihr müsst die unten bündig abschneiden, dass ihr diese beiden Pins dran lasst und den praktisch den Bereich vom L2 und R2 Button abschneidet und den Teil vom R1 und R2 Button lasst, weil der, wie gesagt, ist ja normalerweise original. Hier ist ein kleiner Versuch von uns. Vielleicht kommt da auch noch was, müssen wir mal gucken. Das lassen wir jetzt mal so.
So. Ja, wenn ihr die eingesteckt habt, bei dem rechten, also auf der Seite, besser gesagt die Steuerkreuzseite, wenn ihr den näher verschließt, führt das Kabel hier so durch. Weil, wie gesagt, auf dem Backcase innen drin sind auch noch so ein paar Aussparungen. Es kann sein, dass ihr das einklemmt. Könnt ihr ja selber mal ein bisschen ausprobieren. Ich fand, das war die beste Methode. Vielleicht kann man ihn auch hier noch zwischendurch klemmen. Hier gab es keine Probleme. Ich würde ihn hier so zwischenlegen. Und dann könnt ihr an den Remapper gehen und verlötet euch die Geschichten hier. Die Kabel sind auch extra lang. Ihr könnt euch die auch ein bisschen kürzen. Wir lassen die erstmal ein bisschen länger hier. Dann habt ihr ein bisschen Spiel. Ja, wenn ihr das dann fertig habt, diese Kontaktmatten abgeschnitten habt, da gibt es ja auch einige Videos schon zu bei YouTube. Ich glaube, das brauche ich euch nicht zeigen. Steckt ihr die wieder drauf. So. Und dann habt ihr kaum noch Spiel. Seht ihr das? Also das ist jetzt nur noch minimal Luft. Wie gesagt, und jetzt könnt ihr alle Spielekategorien damit spielen. Das ist jetzt egal, ob ihr Ego-Shooter oder irgendwelche Rennspiele. Diese Trigger-Einsätze funktionieren für allen. Wir wurden auch gefragt, was wir davon halten, diese Trigger in den Tasten selber. Wobei wird ja auch ziemlich viel angeboten in den Shops und bei eBay. Ich persönlich halte da nichts von. Ich hatte schon ein paar zur Reparatur gehabt. Die Kabel, die werden ja hier unter rausgeführt und die gehen ja praktisch hier drüber. Und durch dieses ganze Triggern wurden die mit der Zeit, weil die dann irgendwie verrutscht sind, ja, sind die dann irgendwann, wie gesagt, das sind ja auch ziemlich dünnadrige Kabel, wurden die dann angescheuert und dann passte was nicht mehr, ne? Und hier habt ihr eben nicht das Problem. Hier liegen die Kabel dann einmal drinne und da kann auch nichts mehr passieren und es kann nichts mehr scheuern hier oben im Triggerbereich, ne? Ja, die haben wir ausgiebig getestet. Die werden auch nicht mehr verändert. Die bleiben so. Nicht wie bei den Easy-Einsätzen. Wie gesagt, die gibt es jetzt so. Da muss dieses Spiel bleiben, sonst ist es nicht für alle Spielekategorien gedacht. Ja, das war dieses kleine Update hierzu. Jetzt haben wir noch ein kleines Special und zwar ist es jetzt egal, ich nehme jetzt hier mal einen Aim-Controller. Ihr könnt aber auch, wenn ihr diese Base-Geschichten irgendwo im Shop gekauft habt bei uns, diese ganzen Aim-Base-Geschichten und Sticks, das kommt aus einem Land und da sind keine Unterschiede. Das ist alles baugleich. Ich zeige euch das mal. Und zwar gibt es diesen kleinen Splitter hier. Den gibt es in Schwarz oder Weiß. Ich habe jetzt mal hier eine transparente Variante. Dann sieht man das hier schön auf der Kamera. Das ist jetzt hier eine L-Variante. Und die schiebe ich jetzt auf diesen 5 mm Splitter drauf. Und kann sie jetzt auf meinen Controller stecken. Das Ganze könnt ihr natürlich auch bei Aim machen oder bei King. Es geht, wie gesagt, bei allen. Und ihr könnt euch beliebig eure Sticks damit erweitern. Zum Beispiel, das ist eine S-Variante. Ja, wenn man jetzt eine M-Variante haben will, muss man sich entweder einen neuen Stick kaufen oder nimmt den Splitter. Sage ich jetzt mal, man hat jetzt verschiedene Farben, blau, grün, alles in den S-Größen, braucht man nur noch diesen Splitter und nimmt seine beliebige Farbe der S-Größe, steckt den auf den rechten Stick und hat dann diese 5 mm mehr. Das kommt dann ziemlich dem M-Stick nah, wie gesagt. Man kann das auch mit M verknüpfen, also wie man möchte. Man kann sich auch davon zwei kaufen gleich. Und kann nach Herzenslust sich das umstecken. Ja, wie gesagt, das waren so zwei kleine Updates. Alle Sachen bekommt ihr natürlich bei uns im Shop. Und dort findet ihr, wie gesagt, alles von den Easy Smart Triggern bis zu der Verlötvariante, den Splitter. Und ich habe hier gerade noch mal was gefunden. Das ist zum Beispiel so ein PS4 Wandhalter. Den könnt ihr euch an die Wand schrauben. Wie gesagt, den gibt es in verschiedenen Farben, schwarz, weiß, dann haben wir hier so ein ich sag mal, ich habe es Bruchglaseffekt genannt. Es ist eigentlich ein Transparent, aber es ist nicht wirklich durchsichtig. Aber ich finde, es macht auch was her, also es ist eine Alternative zu dem Weiß. Das Ganze bekommt ihr auch noch, den habe ich jetzt nicht gerade hier,
für Xbox. Und was wir noch haben, sind diese Standfüße für die PS4-Konsole, für die verschiedenen Generationen, für Slim, Pro, für die erste Generation. Es würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst und auch vielleicht zukünftig mal unten in die Kommentare reinschreibt, weil, wie gesagt, ich schaffe es nicht, alles zu beantworten am Tag. So könnt ihr euch auch gegenseitig mal austauschen. Wie gesagt, ich gucke da auch immer wieder rein und werde mich da auch ein bisschen mit einklinken. Ja, das soll es dazu gewesen sein. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal.